Lohnt sich Bali 2024? Bali ist der absolute Hype in den letzten Jahren. Bei YouTube, bei Insta und egal wo, Bali ist die Nummer eins. Ist es überhaupt noch das, was wir uns versprechen? Ja, wird noch das gehalten, was hinter den Bildern gezeigt wird, was wir erlebt haben? Reisetassen werden zurückgebaut, der Tourismus ist die Einnahmequelle Nummer eins. Schaukeln, Insta-Spots, es wird alles gebaut, nur für den Tourismus, zu Lasten der Natur. Macht euch ein eigenes Bild, wir gehen jeden Bereich einzeln mit euch durch. Kultur im Wandel, ist Bali noch der gleiche Charme wie vor vielen Jahren? Wir schauen uns das mal an. Am besten besorgt ihr euch das Visum direkt online mit E-Visa on Arrival. Das kostet aktuell 500.000 indonesische Rupien. Dort angekommen müsst ihr auch nochmal eine neue Touristenabgabe, die dieses Jahr eingeführt worden ist, abdrücken mit 150.000 Rupien. Die könnt ihr allerdings entweder direkt am Flughafen oder auch schon bereits online bezahlen. Und wer jetzt denkt, der Urlaub kann beginnen, naja, der sollte sich mal nicht so früh freuen. Denn bevor ihr den Flughafen verlassen könnt, müsst ihr eine Zollbestimmung ausfüllen. Dazu müsst ihr den QR-Code scannen, dann könnt ihr das Formular ausfüllen und wichtig möglicherweise dabei ist, vorher WLAN aktivieren. Es reicht aber eine Person aus, sämtliche Personen, die mitfliegen, werden dort aufgelistet, Anzahl der Gepäckstücke und daraus generiert sich dann ein QR-Code, den zeigt ihr am Ausgang nochmal vor, dann geht erst das Tor auf, dann könnt ihr raus. Und dann erwartet euch Tausende ist vielleicht übertrieben, aber unglaublich viele Taxifahrer, die mit Schildern dastehen und sagen, kommt zu uns, wir bringen euch zum Hotel. Es war schon eine ganz herzliche Aufnahme, alle haben gegrinst und gelacht, da waren tausende von Köpfen. Es war unglaublich. Alle aufgereiht, so übereinander, so viel da. Das sah so lustig aus und ja, und dann konnte unser Urlaub beginnen. Wer schulpflichtige Kinder hat, ist es immer wichtig, in den Sommerferien einen Ort zu finden, wo auch Sommer ist. Und das hat uns Bali gegeben, hätten wir nie gedacht oder haben wir auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und so sind wir nach Bali in den Sommerferien in den Juli verreist. Grundsätzlich gibt es auf Bali konstante Temperaturen. Immer so um die 30 Grad, plus minus 2 Grad. Es gibt halt nicht diese typische Regenzeit, aber irgendwo schon klassifiziert, wo ein bisschen mehr Regen kommen könnte. Die Regenzeit liegt ungefähr von November bis April und die Sommerzeit dann bereits schon ab Mai. Also von daher ideale Voraussetzungen. Ja, also Juli war optimal für uns. Im Gegensatz zu anderen asiatischen Ländern wie Thailand, Vietnam und so weiter ist natürlich Bali perfekt für einen Sommerurlaub hier, wenn man in Deutschland auch Sommerferien hat. Das Wasser hat Temperaturen von 26 bis 30 Grad, also war mal genau meine Temperatur gewesen. Von den Winden her, ja, es war ein bisschen leicht windig, kann ich schon sagen, aber so muss es ja auch sein, weil Bali ist ja bekannt für Surfer und die haben wir natürlich auch ohne Ende gesehen. Ja, die Winde kommen teilweise daher, weil zum selben Zeit in Australien jetzt Winter eingekehrt ist und von daher kommen dann halt teilweise auch mal Winde rüber. Das heißt aber auch, dass zur Sommerzeit, es kann dann genauso mal regnen und es kann auch mal frisch werden. Also wir hatten auch ein, zwei Tage lang mal gefroren an bestimmten Orten. Im Norden. Im Norden, ja. Im Norden war sehr, sehr kühl. Oh, ja, da war es kalt. Mhm. Natürlich gibt es auch in der Regenzeit viele schöne Tage. Aber dass es ein, zwei Wochen durchregnet, ist eher unwahrscheinlich. Was ihr aber bedenken müsst, ist, wenn es dann doch mal regnen sollte, könnte es sein, dass die Flüsse überschwemmt sind und sehr viel Treibholz auch angespült wird. Das sind dann die negativen Bilder, die man dann so sieht in der Regenzeit. Alles mit Holz voll und Dreck und Müll. Das liegt aber nicht an den Balinesern. Das ist alles der Müll, der sowieso schon im Meer ist, aber dort eben landet. Aber wir hatten das Glück und wir haben das nicht so wahrgenommen. Also wir haben das nicht so gesehen. Das Wichtigste natürlich in einem neuen Urlaubsort ist erstmal die SIM-Karte. Natürlich wird man gleich am Flughafen komplett abgefangen. Sonderangebot, nur heute, x Gigabyte und. Davon haben wir uns natürlich nicht abschrecken lassen, aber das Problem war, wir waren direkt in Kuta, Touristen-Hotspot Nummer 1 und selbst da sind die Preise natürlich ähnlich hoch wie am Flughafen. Aber umso weiter man reinkommt ins Land, umso günstiger wird das Ganze natürlich. Wichtig ist zu wissen, ihr müsst euch immer registrieren, mit eurem Reisepass. Ja, die Registrierung hat jetzt ungefähr eine Stunde gedauert.
Und was man wissen muss, pro Passport ist so eine SIM-Karte erlaubt zu registrieren. Aber selbst mit 15 Jahren kann man ja auch mit seinem Passport die SIM-Karte registrieren. Also von daher kein Problem für eine große, die kleine Passfächer. Ihr müsst euch immer registrieren mit einem Reisepass oder irgendein Ausweisdokument. Und jede Person kann immer nur eine SIM-Karte registrieren. Also man kann jetzt nicht als eine Person gleich 3, 4, 5 SIM-Karten registrieren. Das ist zu beachten. Es dauert ein bisschen. Also habt Geduld. Und dann habt ihr natürlich Internet. Kein Problem. Klassischerweise wird auf Bali die App Grab oder Gojek verwendet. Idealerweise installiert ihr euch vorher zu Hause schon die beiden Apps und registriert die euch mit eurer Telefonnummer. Habt ihr euch eine Datensim-Karte direkt auf Bali geholt, funktioniert die Registrierung nur mit Gojek, denn der Prüfcode wird direkt an WhatsApp verschickt. Und mit Grab haut das überhaupt nicht hin, da wird eure heimische Telefonnummer per SMS irgendwie kontaktiert und ihr könnt das einfach nicht freischalten. Also vorher installieren. Der Nachteil ist auch bei diesen ganzen beiden Apps, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, man kann immer nur ein Fahrzeug reservieren oder buchen. Ja, weder zwei Roller oder zwei Taxen, wie auch immer. Wir waren 6 Personen. Keine Chance. Also da musste man natürlich dann direkt auf der Straße mit Leuten verhandeln. Aber das Gute ist, wir hatten anhand der App auch die Möglichkeit schon mal zu gucken, was kostet das ungefähr, ja, von A nach B. Und das war unsere Verhandlungsbasis und damit sind wir dann eingestiegen. Das stimmt, ja. Genau. Ja, und Hanna und ich und auch Emmy, wir haben uns natürlich Moped? Ist es Moped oder Motorrad? Ist ein Roller. Ist ein Roller. Na, es ist ein Roller. Also sind wir mit einem Roller gefahren. Das war so mega geil. Das hat einfach auch Spaß gemacht, weil du halt auch Szenen gesehen hast, die du im Taxi einfach gar nicht so erlebst. Und das war ein richtig geiles Feeling gewesen. Da sieht man auch immer wieder, die Roller weichen teilweise auf Fußgängerwege aus und überholen dann irgendwelche Autos und schlängeln sich da durch. So dicht fahren die aneinander vorbei, aber es knallt nicht, es regt sich keiner auf, es hupt keiner. Also das ist das Chaos, was auch nie funktioniert. So sieht es aus, wenn ein Festival ist, die Tore schon geschlossen sind, runter zum Hafen und man jetzt noch sein Taxi suchen muss. Voll befahrene Straße und man quetscht sich auch zwischen Autos und Roller. Herrlich. So muss das sein. So kennen wir Bali jetzt mittlerweile. Wollt ihr jemanden haben, der euch den ganzen Tag begleitet, dann setzt auf Bluebird Taxi. Das sind blaue Taxen. Die sind gut. Aber mit dem kleinen Vögelchen mit drauf, mit dem Symbol. Es gibt natürlich noch andere Anbieter, die auch dann blau sind und die euch dann versuchen abzuzocken, weil die keinen geeichten Taxameter haben. Aber für 800.000 Rupien habt ihr 8 Stunden lang einen Chauffeur, der wirklich an eurer Seite ist. Weil der Taxifahrer, der bleibt auch einfach auf dem Parkplatz stehen, wartet die ganze Zeit und wir sagen, okay, wir gehen jetzt mal für eine Stunde baden, ja, an irgendeiner Bucht oder so. Und der wartet und dann schreibt er dir über WhatsApp, hey Boss, alles gut, wann geht's weiter? Ich hätte noch einen Hotspot, den können wir uns anschauen. Und also ich fand's super und ich fand es toll und würde das jederzeit wieder machen. Ohne ein Navi ist man natürlich auf Bali komplett aufgeschmissen. Wo sind die geheimen Wasserfälle? Wo ist die nächste Attraktion? Wo ist der Tempel? Wie kommt man da hin? Schleichwege und so weiter und so fort. Aber macht euch keine Illusionen. Die Zeiten, die da angezeigt werden, ob es 30 Minuten sind, 40, 50, nehmt das Ganze mal 2 oder im Idealfall mal 3. Ja. Wichtig ist aber auch, dass viele Spots gekennzeichnet sind, die schon gar nicht mehr existieren. Also ich wollte zum Beispiel Paragliden machen, wir haben die Spots angefahren, da existiert nichts mehr. Die Leute wussten auch gar nicht, dass überhaupt jemals was war. Also es gibt auch viele Fake-Einträge, bestimmte Touristenspots, die da einer eingetragen hat, die da gar nicht sind. Schaut vorher die Rezension an, wann der letzte Eintrag war und versteift euch nicht darauf, dass es wirklich noch da ist, was ihr sehen wollt. Natürlich die üblichen Sachen, die man kennt, die werden immer da sein, aber bestimmte kleine Sachen oder ja, Sehenswürdigkeiten oder Ausflüge, Touristenspots, das kann sein, dass das schon gar nicht mehr da ist. Wer shoppen und bummeln möchte, der ist natürlich in Bali gut aufgehoben. Gerade in Kuta gibt es mehr als 3 riesengroße, komplexe Einkaufszentren. Von amerikanischen Süßigkeiten-Store bis Zara, H&M, einheimische Boutiquen. Aber halt auch das, was man eben in Europa kennt, ist alles vorhanden. Ein bisschen schade, weil die Marken hat man natürlich auch hierzulande. Ab und zu sieht man natürlich ein paar exklusive Designs, die jetzt für Bali hergestellt ist.
gerade die Sportsmarken Quicksilver, O'Neill und alles, was da so zu finden ist, haben nochmal so ein Body-Branding noch mit drauf. Das ist natürlich mal ganz cool, dass man sowas mal mitbringen kann. Aber in der Regel ist das wirklich Mainstream. Haribo macht Kinder froh, aber der ganze Laden macht die Kinder noch ein bisschen froher. Und die Erwachsenen ebenso. Hat irgendwer was von riesig gesagt? Ich habe keine gefunden. Anna, gehst du shoppen? Anna, sind wir schon fertig? Nein, Kuchen? Nein, nein, nein. Pressen, Kuchen noch. Ja, ja. Was ich persönlich nicht so schön finde, weil ich mag es lieber wirklich in die kleinen Läden zu gehen. Und die kleinen Läden sind tatsächlich so, dass man überall an jedem kleinen Laden war so eine kleine Opfergabe. Und bevor man den Laden betritt, zieht man vorher seine Schuhe aus und geht dann barfuß in den Laden rein und macht kurz so eine Verneigung. Und dann geht man rein, um einfach zu sagen, danke, dass ich in deinen Laden reinkommen darf. Und dann geht es schuppenlos. Und da heißt es natürlich verhandeln, verhandeln, verhandeln. Und da entscheidest du, wie der Preis zum Ende aussieht. Unsere Erfahrungen waren so gewesen, dreh den Verkäufer einfach mal den Rücken zu und geh einfach, weil dann wird der Preis meist halbiert. Was auch nicht schlimm ist, weil der nächste Laden oder der übernächste Laden ist der gleiche Laden nochmal und die gleichen Sachen gibt es dort auch, also war es nicht halb so schlimm. Wir haben es auch nicht drauf, müssen wir ehrlich mal sagen. Braucht Erfahrung dafür. Ja. Ja. Die ersten Tage sicherlich erstmal schwierig zum Feilschen, aber man lernt draus. Man lernt draus, genau. Grundsätzlich befindet sich auch an jeder Landstraße Unmengen an Einkaufsmöglichkeiten, aber auch vieles zum Essen, so Kleinigkeiten, kleine Geschäfte. Dann wiederum, wo Werkstätten sind, dann kommt wieder, wo gekocht wird und dann wieder ein kleiner Supermarkt, wo teilweise auch Toiletten mit drin sind. Also von daher erstmal eine super Ausstattung und man findet an jeder Ecke eigentlich das, was man braucht. Aber woher kommen eigentlich die ganzen kleinen Läden auf der Landstraße? Das sind meistens dann Wohnhäuser, die vorne noch den kleinen Anbau haben. Der Mann geht einen typischen Beruf nach, die Frau kümmert sich dann um die Kinder und wenn die Kinder in der Schule sind oder gerade Mittagsschlaf machen, dann stehen die halt vorne am Straßenrand, kochen, verkaufen irgendwelche Kleinigkeiten. Man braucht dafür keine Abmeldegebühr, von daher kann jeder sein Geschäft aufmachen, zumindest so ein kleiner. Und deswegen sieht man das halt wirklich an jeder Ecke, also keine Landstraße, die sowas nicht hat. Kleiner Tipp zum Wechseln, überall gibt es hier ganz viele Wechselstationen. Und ideal wechselt man Euros in Rupien bis 16 Uhr, weil danach ist die Börse geschlossen und dann zählen die Preise an. Da sieht man auch hier, eigentlich ist der Kurs 16.400 mittlerweile schon. Vor ein paar Wochen war er noch bei 15.000 und irgendwas. Aber frühmorgens teilweise 16.500 und umso später der Abend, umso niedriger fallen dann auch die Wechselkurse. Und das Ganze gilt dann auch fürs Wochenende. Da ist auch geschlossen die Börse und deswegen sind die Preise da halt eben nochmal ungünstiger. Also immer in der Woche wechseln bis 16 Uhr. Unser Tipp. Absolutes Gaumenschmaus, wenn das Auge mit ist. Und das kann man natürlich in Bali. In Bali ist das Essen wirklich so kulinarisch und auf jedes Extra wird drauf geachtet. Du hast dein Blümchen überall drauf, auf dem Kaffee hast du dein Herz drauf oder hab einen wunderschönen Tag. Es wird einfach darauf geachtet, dass du dich wohlfühlst beim Essen und das ist unglaublich. Ihr Frauen werdet mich verstehen. Ja, das ist purer Perfektionismus, also auch die Farben von den einzelnen Sachen. Die Smoothies, ja. Die waren pink, richtig pink. Also dieses ganze Farbspielkontrast auch mit den Getränken zusammen. Also für jedes Foto und was man postet später, das ist also wirklich ein absoluter Traum. Ja, das kann ich wirklich bestätigen und es hat nicht nur gut ausgesehen, es hat auch wirklich sehr gut geschmeckt. Wir müssen auch euch gar nicht sagen, dass ihr für 1,50 Euro am Straßenrand das typische balinesische Essen bekommt, was der normale ja, Einheimische halt eben ist. Mhm. Und das ist auch wirklich reichhaltig, ist viel, man wird satt, alles gut.
Und die Leute, die eben nicht draufstehen, die gehen zum Italiener. Genau, bezahlen aber zwar ein bisschen mehr. Bezahlt man eben europäische Preise. Das haben wir eben auch erfahren. Mhm. Oder zum Steak-Restaurant oder amerikanisch Pizza, Burger. Es gibt alles, was ihr wollt. Aber entsprechende Preise müsst ihr auf jeden Fall zahlen. Aber das, was einheimisch gibt, das ist mega günstig. Ja, das ist und auch mega lecker. Wer in Bali essen gehen möchte und in einer großen Gruppe ist, muss man natürlich sagen, habt ihr lange, lange Wartezeiten. Das liegt aber nicht daran, weil es nicht koordiniert ist, sondern einfach, weil der Balineser einfach sich Zeit lässt, das Essen toll zuzubereiten. Weil jeder, der seinen Teller bekommt, und das ist dann der Erste, kriegt seinen Teller, da ist sein Blümchen drauf und das ist drauf und da ein Kräuterchen und dies und das. Dann kommt der nächste Teller und das dauert halt einfach seine Zeit. Aber der Balineser, der achtet einfach darauf. Und ich fand es gar nicht schlimm, wir haben uns drauf eingestellt. In Bali ist es einfach anders. Und da muss man einfach die Zeit mitnehmen und ich glaube, im Urlaub haben wir genug Zeit und dann genießt es einfach. Bei einem unseren Ausflügen haben wir ein ganz, ganz leckeres Gericht bekommen. Das war in Palmenblättern eingewickelt und dort war Klebereis mit Mango, keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall super, super lecker geschmeckt. Wie es heißt, kann ich euch leider auch nicht sagen. Versucht auf jeden Fall, das, was es in Bali gibt, auch einfach mal auszuprobieren, auch wenn es ein bisschen komisch oder anders aussieht. Es ist ja auf jeden Fall super, super lecker. Kleine Küchlein. Also es gibt tolle Sachen zu entdecken und traut euch ran, probiert euch aus und ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Man kommt nicht drum rum, Kaffeeverkostung gibt es eigentlich an jeder Ecke. Mit jedem Ausflug, den ihr macht, bekommt ihr irgendwie Hinweise, Mensch, da ist irgendwie noch eine Kaffeeverkostung. In der Regel noch mit diesem typischen Luwak-Coffee. Mhm. Also dieses Tier, was die Kaffeebohne verspeist. Das ist eine kleine verdaut. Katze. Eine Katze ist das. Ja, eine Schleichkatze. Aber recht groß. Mhm. Und die scheidet dann irgendwann die Kaffeebohnen aus. Und so, also, ach, das Prozess, da zeigen wir euch dann nochmal separat. Und, hat er dir geschmeckt? Ja, ein normaler Kaffee eben, ne? Ich fand ihn eklig. Also die Wassertemperaturen waren so zwischen 26 und 28 Grad, waren genau meine Temperaturen. Für die Kinder war es mega geil, weil die Wellen extrem stark waren. Wir haben nur Wellenreiten gemacht und teilweise einen die Hosen weggerissen, weil die Strömung so extrem war. Natürlich gefährlich, man muss natürlich darauf achten, auf seine Kinder und auf die Badehose. Also mich hat erschrocken, dass es da keine Rettungsschwimmer oder überhaupt Aufsichtspersonen gab. Ja, stimmt, man hat bestimmte Bereiche, die sind natürlich abgesperrt für die Surfer. Dann gibt es Pufferzonen und dann gibt es Badebereiche. Hm. Aber letztendlich nirgendwo wirklich mal ein Stand, wo da eine Aufsichtsperson war oder die da irgendwas geregelt hat oder hätte überhaupt einschreiten können. Das war sowohl in Kuta so, als auch in Melasti Beach unten im Süden. Auf Nusa Lembongan ist es uns auch aufgefallen. Da war der Dream Beach, der war extrem heftig. Dazu werdet ihr nochmal im anderen Video Bilder sehen. Da ist einem wirklich die Beine weggezogen. Aber eigentlich irgendwie alles auf eigene Gefahr. Also passt auf eure Kinder auf. Und auf die Badehose. Das ist auch wichtig. Was darf nicht fehlen, das sind die Massagen auf Bali. Und jede Frau wünscht sich das. Und das haben wir uns natürlich auch gegönnt. Alle zwei Tage eine Massage von A bis Z, alles runter. Du kannst dir wirklich alles aussuchen. 6 bis 7 Euro hat ungefähr eine Massage gekostet. Und ich bin eher der Typ, wenn ich im Urlaub bin, und dann kostet eine Massage so um die 50, 60 bis 100 Euro ohne mich. Also in der Zeit mache ich lieber was anderes. Männer. Aber auf Bali sage ich mir, ey, für 6, 7 Euro, okay, die Stunde, die hast du auf jeden Fall Zeit. Und es war echt mega. Alle 3 Geschäfte ungefähr kommt ein Massagesalon. Guckt euch ein bisschen um, wenn ihr euch wohlfühlt, geht rein. Wenn ihr ein bisschen schlechtes Bauchgefühl habt, dann geht weiter. Ist nicht schlimm. Also wie gesagt, eine Massage findet ihr wirklich an jeder Ecke. Wir kommen gerade von einer Full-Body-Massage. Ja. Ja, war super günstig. Und unsere kleine Mann hat ihn sogar mitgemacht. Und wir haben erst gedacht, machen wir erst mal 30 Minuten bei ihr. Und hat sich natürlich beschwert. Ja. Ja. 30 Minuten ist jetzt auch zu wenig, also auch jedes Mal eine Stunde. Jedes Mal eine Stunde. Und das Allerschönste war natürlich die Gesichtsmassage, deshalb die Haare auch gerade so ein bisschen ölig und so. Aber das war das Beste gewesen. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade so ein bisschen entspannlich. Genau. Deswegen auch die müden Augen, weil wir kurz vorm Einschlafen dann auch waren. Das war super entspannend. Das wird auch nicht die letzte Massage gewesen sein.
Und ich glaube, die Massage, die wir uns am meisten gewünscht haben, war die nach dem Vulkanwanderung. Oh, die war mega. Die Füße waren breit, es hat alles wehgetan. Und das war auch eben, was du schon gesagt hast, der Moment, wo unsere Tochter eingeschlafen ist nach den ersten paar Minuten und einfach fix und fertig war. Und da muss ich natürlich sagen, nicht aus medizinischer Sicht, sondern einfach auch nur, weil der Masseur genau wusste, wo die Punkte sind. Und die Punkte hat er immer wieder erwischt. Und hat auch gesagt, so, wir müssen noch eine weitere Behandlung machen, was natürlich wieder extra gekostet hat. Aber was nicht schlimm war, weil das kostet nur 5, 6, 7 Euro und macht es einfach. Egal, wo du auf der Welt bist, alle Sonnenauf- und Untergänge sind wunderschön. In Bali natürlich umso mehr, im Urlaub achtet man da noch viel, viel mehr drauf. Und wir haben es natürlich auch genossen, natürlich mehr die Untergänge als die Aufgänge, weil unsere Kinder natürlich immer so lange geschlafen haben. Ja, im Prinzip hat man ja nur einen Sonnenaufgang richtig geil erlebt. Ja, das war natürlich unsere Tour gewesen, wo wir auf den Vulkan hochgewandert sind. Der war natürlich atemberaubend und sowas wunderschönes habe ich echt noch nie gesehen. Wichtig ist ja für euch zu wissen, ja, so ein Untergänge, wo kann ich die sehen? Da ist immer wichtig, guckt, wo die Westküste ist und dadurch, dass Guta auch westlich lag, ist es natürlich prädestiniert, da geht immer die Sonne unter. Egal ob in Canggu, in Guta, es war immer ein geiler Sonnenuntergang. Also wir haben zum Beispiel den Sonnenuntergang in Uluwatu gesehen, als wir beim Feuertanz waren. Und das war auch der Moment, wo es mich entschärft hatte. Ja, aber der war wirklich traumhaft schön natürlich mit den ganzen Kulissen. Ja, das hat einfach gepasst. Und wer dieses Postkartenformat kennt mit diesem Tempel, der da im Hintergrund ist auf der Bucht, das haben wir natürlich mit diesem Sonnenuntergang nochmal dreifach genossen, weil es einfach wunderschön war. Ja, und wie vorhin angesprochen mit dem Verkehrsproblem, wir drei hatten in Canggu den Sonnenuntergang nicht gesehen, wo wir einfach im Auto saßen und zu spät kamen. Wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Und so war das auch gewesen. Und in Canggu war natürlich der Sonnenuntergang traumhaft schön. Wir sind ja mit diesen Mofas hingefahren und haben das genossen. Die Atmosphäre war auch mega geil gewesen. Sehr chillig, ja. Sehr chillig, ja. Es war Live-Musik gewesen. Die Cocktails haben geschmeckt. Das Meeresrauschen hast du gehört. So, als Mutter ist man immer sehr gut vorgesorgt. Man geht vorab in die Reiseapotheke, holt alle sämtlichen Medikamente, die man für die Reise benötigt. Und das haben wir auch so getan. Trotz alledem gibt es Bali Belly. Und das wussten wir auch vorab schon. Ist nicht überall irgendwas und trinkt nicht so viel mit Eiswürfeln und dies und das. Das haben wir natürlich alles beachtet, außer Tobias. Also als ich das erste Mal gehört habe, Bali Belly, ich sage, ey komm, das ist doch totaler Quatsch, sowas gibt es doch ja nicht. Also entweder man wird normal krank oder nicht, aber Bali Belly trifft mich auf keinen Fall. Das wurde schon so lustig, aber trotz alledem war es gar nicht so lustig gewesen. Tobias hat es echt tatsächlich getroffen und er hatte Schwindelanfälle gehabt. Du kannst dir selber sagen, ja, du hattest Durchfall. Ja, Durchfall war dabei. Kurz bevor wir auf den Vulkan wandern wollten, habe ich noch erbrochen, keinen Appetit gehabt, der Magen explodiert. Also drei Tage, das war Hammer. Also. Nichtsdestotrotz, wir wissen ja, was Bali Belly jetzt ist. Jetzt wisst ihr es. Mhm. Es gibt es wirklich. Ja, Tobias hat es getroffen. Und ich muss dazu sagen, die Hilfsbereitschaft der Balineser war wirklich extrem gewesen. Wir waren zu einem Ausflug gewesen. Tobias ist umgekippt, hatte Kreislaufprobleme gehabt. Die Balineser kamen sofort an, haben ihn auf die Mauer gelegt, ja, und haben angefangen mit ihm hier Klopfmassagen zu Leute machen hier und überall. Schnörkel, keine Ahnung. Also die Gliedmaßen hier langgezogen, Füße, Finger, alles Mögliche. Ja, aber es war wirklich, ich war überraschend gewesen. Ich habe mich gar nicht getraut, das Handy vorzuholen, um das mal kurz zu filmen, weil sowas kennt man einfach gar nicht. Also es fing wirklich an mit so einem Kreislaufkollaps. Mhm. Irgendwann habe ich gesagt, okay, es bringt nichts, das Ganze auszusitzen. Ich muss ins Krankenhaus, ich brauche Medikamente. Und da haben wir das kombiniert mit U-Boot. Ich habe mich mit dem Taxifahrer beim Hospital absetzen lassen und die anderen sind dann weitergefahren zum Monkey Forest. Und das ist ein Krankenhaus, es sind eigentlich nur zwei Ketten, die es auf Bali gibt. Und dem Krankenhaus, wo ich war, das ist auf jeden Fall im U-Boot. Eins gibt es noch in Tembesar und eins in der Nähe von Sanur. Und
Da wird man wirklich gut geholfen. Die sprechen alle Englisch, die fragen alles Mögliche ab, aber man muss natürlich vorher erstmal alles bezahlen. Kreditkarte und so weiter wird belastet. Ich habe Medikamente erhalten von ungefähr 1,7 Millionen Rupien, was aber dann knapp so 100 Euro entsprach. Aber der Arzt hat auch gesagt, vergiss alles, was du von zu Hause mitgebracht hast. Das bringt nichts. Die einheimischen Medikamente, die sind wahrscheinlich, weiß nicht, explizit für diesen ganzen Krams angelegt. Und das hat wirklich geholfen. Ein Tag später, perfekt. Genau. Deswegen auch ganz wichtig, eine Auslandskrankenversicherung. Ich habe alles wiederbekommen, was ich vorher bezahlt habe. Genau. Noch einen guten Wechselkurs angegeben, natürlich ein bisschen. Und dann hat alles geklappt. Ne? Das ist schon gut. Ja. Also handelt ja. Ja, ja. Große Einschränkungen zum Betrieb einer Drohne gibt es eigentlich nicht. Den typischen Abstand, den man halten muss zum Flughafen, was natürlich in Tempestar der Fall ist, kann man in Kuta eigentlich dann eben nicht fliegen. In Canggu ist es wieder möglich, aber vorher blockt halt auch die Geodaten einfach die Möglichkeit, mit einer Drohne abzuheben. Dann grundsätzlich überall, wo Tempelanlagen sind. Es ist meistens verboten. Man darf nicht drumherum fliegen, drüber fliegen. Respektiert natürlich dann auch dieses Verbot. Es gibt Möglichkeiten, wo ihr euch registrieren müsst, einen kleinen Obolus noch zahlen müsst, wo ihr dann fliegen dürft. Aber in der Regel gibt es dann darüber hinaus eigentlich keine Einschränkung. Gerade bei windstarken Tagen lassen die Kinder oft Drachen steigen. Das sieht man dann auch am Strand. Die sind bestimmt 30, 40 Meter hoch an dünnen Schnüren. Und da müsst ihr aufpassen, wenn ihr mit der Drohne fliegt. Die kann natürlich da komplett reinrauschen oder sich verheddern. Das ist natürlich echt schwierig und ärgerlich für alle. Also da aufpassen. Macht nicht denselben Fehler wie wir und guckt vorher bei Instagram und YouTube. Ich muss genau exakt auch zu diesem Wasserfall. Denn es gibt auf Bali unzählige Wasserfälle. Und die Wasserfälle, die wurden natürlich erstmal durch diesen Tourismus entdeckt. Durch Drohnen, durch Google Maps. Da wurden die Kartenmaterialien offengelegt. Die Einheimischen wussten teilweise gar nicht, dass da Wasserfälle existierten. Aber haben dann versucht, Wege anzulegen, Eintritte zu kassieren. Und dadurch sind erst die Wasserfälle auch wirklich dann zum Touristen-Hotspots geworden. Aber es gibt bestimmt noch viel, viel mehr Wasserfälle, als ihr gerade auf den Karten seht. Was ich natürlich schön fand auf dieser Reise, die Wege sind alle ausgebaut und du findest da ein Blümchen und dort ein Blümchen, da der Hibiskus, der da blüht. Es gibt natürlich auch genügend Wasserfälle, wo vorher noch ein Guide ist, der euch das Handy abnimmt und euch positioniert, wie ihr stehen müsst. Deswegen diese ganzen überfüllten Wasserfälle, lasst die links liegen, entdeckt neue. Aber wie gesagt, jeder Wasserfall ist ein Ziel wert. Ob sich Bali für euch noch lohnt, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Aber guckt euch noch unsere weiteren Videos an, wo ihr bestimmte Regionen noch seht. Aber das Fazit, was wir geschlossen haben, das können wir euch natürlich jetzt verraten. Bali ist ein wunderschönes Land mit vielen Extras, also Essen, Massagen, Natur. Es ist alles da. Es ist alles da. Aber eins kann ich euch sagen. Es ist nicht mein Land. Und mein Land ist es nicht, weil es mir einfach zu unruhig war. Es war ein sehr unruhiges Land gewesen. Nicht allein nur wegen dem Meer, weil es unruhig war, sondern es war nicht das, was es vielleicht mal war. Das ist natürlich auch immer die Frage, wo landet man direkt auf Bali? Also ich vergleiche das immer irgendwie mit Berlin. Es ist kulturell extrem vielseitig, aber es ist einfach zu groß, zu laut, zu viel irgendwie. Mhm. Und man hat diesen Bali, dieses Bali-Gefühl irgendwie nie gespürt. Aber wir hatten beide diesen einen Moment und das war, wo wir Bali verlassen hatten. Und das war die Insel Nusa Lembongan. Ah, die war mega. Und vom Weiten, wo wir schon gesehen haben, da kommt der Strand, das blaue Wasser. Und es sind nicht so viele Gebäude da. Das war der Moment, wo wir gesagt haben, das haben wir eigentlich erwartet. Genau. Genau das wollten wir eigentlich haben. Wir wollten Bali haben, so wie es eigentlich jeder beschreibt, bei Insta, bei YouTube und sonst wo. Aber das haben wir immer nicht erlebt. Das haben wir nicht bekommen. Und in Nusa Lembongan, wahrscheinlich ist es noch eine sehr unberührte Landschaft. Und das war ein Ort, wo wir uns wohlgefühlt haben. Und das haben wir eigentlich erwartet von Bali. Und das war es nicht gewesen. Also ich denke auch, Bali, der Hype
ist, denke ich mal, durch, weil es gibt nichts mehr zu sehen, was man nicht schon sich satt gesehen hat. Und wenn man wirklich mal was Vernünftiges erleben möchte und die unberührte Natur, dann schaut lieber woanders nach. Bali ist trotzdem eine mega geile, wunderschöne Insel. Reist dorthin, macht eure eigenen Erfahrungen. Wir haben gesagt für uns, wunderschön, aber es war nicht unsere Insel. Manche andere, oder? War es unsere Insel? Meine war es nicht. War nicht unsere Insel. Sag mal, ja, ich war nicht unsere Insel.